Ach, das ist eine Fackel. Ach so. Na gut, dann gehen wir hier mal ein bisschen an die Nordseeküste. Und fahren mal ein bisschen Sand ab. Wir brauchen da nicht viel, wir brauchen ja nur so ein bisschen. So. Aber was zum Überschuss zu haben, ist natürlich auch nicht schlecht. Was für schlechte Zeiten. So, und wenn wir auch mal gerade hier sind, dann können wir auch ein bisschen Lehm abfarmen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass hier ein Monster war. Da noch ein. Wuppa. Wuppa. So, und noch was? Nee. Alles klar, kurzer Tauchgang. Ich habe natürlich auch unter Wasser geredet. Ei! Ja, jai! Du bist höchst intelligent, du Huhn. Ich habe kein Weizen dabei. Gut, da muss ich mir Tiere gleich mal aus Fernost holen. Muss ich die Hunde dort von der Schlachtbank retten. Denn ich bin ein Held. Seht mich als ein Helden an, bitte. Ums Heldentum betteln, Moment. Moment, ja. Nee, Moment, da sind wir aber auch schon tief gesunken. Um Abonnenten betteln und um Likes und um Favos und um... Ach, keine Ahnung. Das geht ja noch, ne? Aber ums Heldentum betteln. Dass man als Held angesehen wird. Das geht zu weit. Wir wollen uns ja noch unsere Würde bewahren. Die 10%, die davon übrig geblieben sind. 10% auf alles außer die Nahrung. 10%! Okay, eigentlich geht's mit 20%, aber... You get the meaning. So. Weizen. Wir brauchen Weizen. 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 Bei Weizen, da muss man die Beine sprinklern. Ja, kommen so Beine aus dem Sprinkler raus. Hm. Lecker. Gut zum Düngen gedacht. Ja, das ist aber wahr. Ist ja eine widerliche Vorstellung. Das kann auch nur mir einfallen. So. Und jetzt holen wir Tiere aus den fernen Regionen dieser Welt. Zum Beispiel hier, direkt am Haus. Und bringen die mal zu uns in geheime Haus. Nee, Quatsch. Ich wollte jetzt ein Haus, ein Reim auf Haus finden und reime Haus auf Haus. Ich bin manchmal wirklich ein intelligentes Bisschen. Hey! Chicken mit Nuggets. Oh. So. Ich gehe gerade da hinten zu meinen Bäumen hin, die ich vorhin abgefällt habe. Und dann gucke ich mal, ob da Tiere sind. Weil ich habe da so in meiner Erinnerung Tiere gesehen. Und toll, die sind keine Setzlinge. Oh. Sind wahrscheinlich schon alle decayed. So. Gerade noch den Wanz zu stopfen. Na los. Kommt, meine Kinder. Ich hab Weizen. Kommt in meinen weißen Van. Ich bin nicht Pedobär. Mal mit, dass hier mal klargestellt ist, ne? Ich glaube, ich gehe zweimal bei so vielen Tieren, da lohnt es das einfach. Hinten sind ja auch noch ganz schön viele. Oh, ich wollte nicht sprinten, egal. Hier, das Schaf kriegt noch mit. Ah, ne, kriegt doch nicht mit. Da sind über Löcher und ich will nicht, dass die ganzen Tiere da reinfallen. Komme zuhauf! Ihr schnürt die Pupsen. So. Das Schaf auch. Ah, geht doch. Oh, da ist ein Ei. Eieiei. Mamma mia, it's me. Eieiei. Oh, das eine Schaf, das... Ah, nee, das kommt doch noch mit, oder? Keine Ahnung. Das ist sich unsicher, ob es eingesperrt werden will. Ich habe fachgerechte Tierhaltung. Kommt also zu mir. So, also wie lange die brauchen alle, um auf eine so kleine Kante raufzuspringen, ey? Ist ja echt nicht mehr feierlich. Das Einzige, was überhaupt feierlich ist, ist Haftbefehl. Haftbefehl! Tja.
Und ihr dürft natürlich auch nur an Tagen, die auf G enden, feiern. Also Montag, Dienstag, Donnerstag. Ich wollte schon erst Mittwoch sagen. Tage, die auf G enden. Mittwoch. Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen. Na, ja. Ich So, Tiere, kommt an Land. Du sollst mitnehmen 2 von jeder Art. Oder wie auch immer das hieß in der Bibel. Die Bibel ist auch ein ganz interessantes Buch. Ich fand es so langweilig zu lesen, weil ich das Ende schon kannte. So. Egal, nehme ich jetzt erstmal nur die Kühe mit und ein Schaf. Ist aber auch schwierig, die ja lang zu lotsen, ne? Nee, komm, ich nehme jetzt gerade hier die ganzen Schafe noch mit. Sonst hätte ich die ja nur umgesiedelt zu einem anderen Naturplätzchen. Alter, das Schaf da hinten, ne? So Aufregerschaf. Oh Gott, es wird bald dunkel. Herde. Also, ne? Meine Herde. Kommet. Wir müssen es schaffen. Oh. Oh Gott, jetzt muss ich hier noch auf den Berg drauf, ey. Das kann ja Jahre dauern. Los, alle rauf, alle drauf. Kühe und Schafe zuerst. Auch wenn ich eigentlich vorgehe, aber okay. Wir lassen keinen zurück. Kein Schaf wird zurückgelassen. Oh, es wird wirklich langsam dunkel, da sollte ich aufpassen. Weil sobald es dunkel wird, kommt ein Creeper, explodiert und alle Tiere sind tot. Ja, ja. Die Tiere auch alle gleich aussehen bei dem Texture-Pack, ne? Finde ich ja schon fast ein bisschen schade. So. Okay, jetzt wird es langsam wirklich dunkel. Jetzt spawnen gleich Monster. Man sieht schon den Mond richtig. Ja, ich will da rein. So. Jetzt kommt alle rein. Jetzt mache ich hier extra was noch kaputt. So, kommt alle. Kommt rein, meine Freunde. Kommt in mein Auto. Ich hab's für sich gehalten. Hilfe. Los, die beiden auch noch. Kommt rein, Chip und Johnny. Ja, sie sind drinne. So, jetzt noch ein bisschen von dieser offenen Stelle weglocken. Und dann, ja. Jetzt gerade noch zubauen. Und schon haben wir ein paar Schafe und Kühe und sonstiges Getier. Moment, ich kann ja hier mal auch ein bisschen zusammen craften. So. Hup. 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 Und. Hup. Du Bub. Hup. So. Null. Alter, ich hab's doch gesagt, wenn es Nacht wird, kommt ein Creeper, explodiert und tötet alle Tiere, ey. Alter, ohne Scheiß. Ich hab Angst. Also nicht Angst, dass ich sterbe, sondern Angst vor den Schmerzen des Sterbens. Nee, Angst darum, dass meine Tiere sterben. Die sollen doch lange leben. Sollen noch ein reiches und erfülltes Leben haben. Kommt her! Komm her, Sido! Und Sido, weil der so eine Maske auf hat, ne? Es sieht zumindest danach aus. Na gut, da kann man ja auch die Interpretation vielleicht auch. Also da kann man das vielleicht auch anders interpretieren. Und wieso ist die Musik so cool? Und mit cool meine ich schwul. So, jetzt haben wir ein paar Glasblöcke. Und die können wir hier mal einsetzen. So ein bisschen puzzelmäßig. So, wo müssen die Glasblöcke hin? Da, da und da. Und runter und geht's denn jetzt hin? Okay, I'll be back, Tiere. Ich werde erstmal aber einen kleinen Ausflug machen. Enderman! So.
gerade schnell gefickt, geflickt meine ich natürlich. Hallo? Ihr kennt doch bestimmt auch, zwei Hühner haben auf der Straße gepickt. So, hier oben war schon mal Gammelfleisch. Gammelfleisch a la a la. Oder a la alle. Hier ist ein Skelett gestorben. Hier oben noch Zombie und hier ein Skelett. Alter, ohne Scheiß, das ist hier eine richtige Monsterfarm, ohne dafür, dass ich, also ohne dass ich was dafür machen muss. Hier auch noch ein Skelett gestorben. Das ist ja richtig geil hier. Das tört mich förmlich an. Da war noch was. Ich habe noch gerade irgendwas gekriegt. Das würde ich als geil betiteln. Auch wenn die Musik gerade sehr laut ist und... Ja, Musik. Danke. Das nenne ich mal Sims oder SimCity Musik. Okay, ich weiß nicht, ob die davon ist, aber es klingt auf jeden Fall extrem danach. So. Jetzt alles reinschmeißen. Alles, was wir nicht brauchen, also alles. Was wir mal rausnehmen können, sind die Eier. Unsere Eier! Werner, wir brauchen mehr Eier! Bow, 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 bow. Yay, ein kleines Huhn ist rausgekommen. Noch ein kleines Huhn. Juhu! Aber ich kann die Tiere auch noch fortpflanzen lassen, ne? Habe ich ganz vergessen. Wie Vegeta. Vegeta vergaß wirklich, ja, wirklich, wird nämlich auch mit V geschrieben. So. Ein Schaf und ein anderes. Leider sind bei mir immer noch diese Effekte, sprich die Herzen in diesem Fall, nicht da. Oder wenn man so ein Ei runterwirft, dass das dann so implodiert. Ja, förmlich. Wieso verfolgt das Schaf mich, wenn ich keine Weizen darauf anwenden kann? So. Ein bisschen Liebe machen. So, noch zwei Kühe. Kühe. Vereinigt euch. Ne, wenn ein Weißer sagt, Weiße vereinigt euch, dann ist das rassistisch. Also, ne. Dann ist er ein Nazi. Aber wenn ein Schwarzer sagt, Schwarze vereinigt euch, dann ist er einfach ein Kämpfer. Manchmal herrscht Nazitum auch in uns drinnen. Also, wieso wollen die Viecher alle nichts mehr essen? Ja, komm. So. Hopp. Yay. Aber geil. Hab ich mal gesehen, dass das Ding... Man kann die Kleinen leider nicht scheren. Bin ich ein bisschen doof. Und immerhin habe ich glückliche und zufriedene Tiere. Und das ist doch ein schönes Gefühl. Nicht wahr? Aber die Tiere gehen aber auf den Piss, ey. So, wo geht's denn hier raus? Da. Ich finde es schön, dass ich so viele Ausgänge habe. Könnte ich mal schön vor den Tieren flüchten. Soll ich mir auch noch eine Stimme halten? Eine Stimme, Spinne. So. Schieben. 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 Ja, muss ich gar nicht anzugucken. Schieben. 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 Nein. Ey. Halt. Halt stopp. Ui. Bam. In your face. Wir sind voll gemein. Ey, du bist ja voll gemein. Was soll denn das? Die Abo. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Tiere holen soll oder... Nee, ich glaube, ich baue jetzt mal hier ein bisschen an meinem Haus weiter. Wieso ich denn hier diese Spritze so ein bisschen hingemacht habe, keine Ahnung. Just for the lulz. Oder lulz, wie es einige Profis auch nennen. Oder just for the loldolfs.
Oder Ludolf. Ja, das ist... war nicht mein bestes Wortspiel. Kann man denn mit Worten spielen? Ist Wort so ein cooles Spiel? Ich hab gehört, das ist so ein Ego-Shooter. So, alles erstmal da reinladen.